solche Videos immer richtig gerne, weil man ja doch immer wissen möchte, wie bestimmte Produkte denn sind, aber man hat sie vielleicht selber nicht oder man möchte sie nicht kaufen. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es einen Produkttest. Ich habe hier verschiedene Produkte rausgesucht, die ich noch nicht getestet habe. Die wurden mir zugeschickt oder ich habe sie auf Events gekriegt. Und die testen wir heute gemeinsam. Dieser Look ist dabei rausgekommen, also seid gespannt. Das waren nämlich üble Flops dabei. Aber ihr werdet es gleich selber sehen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich starte dieses Video jetzt ungeschminkt, weil ich hier was habe von Kirines. Das sind irgendwelche Augenpatches. Und hier steht alles auf Französisch drauf. Wie sieht es denn auf der Rückseite aus? Da steht es auf Englisch drauf. Schwellungen und dunkle Augenringe sollen durch diese Patches hier verschwinden. Die lässt man wohl für 20 bis 30 Minuten drauf. Die riechen sehr gesund. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen, wie man das macht. So. Ist da jetzt nur eins drin? Wird ja schon für beide Augen eins drin sein, oder? Die sind auf jeden Fall getränkt in irgendeiner Flüssigkeit. Brrr. Und dieses Gel-Ding klebt man sich jetzt unter die Augen. Das ist ganz schön kalt, muss ich euch sagen. Und glitschig. Oh, sieht sich richtig verrückt an. Also irgendwie fühlt sich's schon gut an. Was ist ein Pflaster oder so? Hier ist das zweite Glipschi. Das ist voll schwer, das zu positionieren. Schön. Das lasse ich jetzt mal für 20 bis 30 Minuten einwirken. Und dann erzähle ich euch, oder zeige euch, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und I'm back. 30 Minuten später. Ich habe die Dinger jetzt draufgelassen. Und werde die jetzt abmachen. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen langsam unangenehm. Also ich bin froh, dass ich es jetzt runter machen kann. Dieses Serum, was da drauf war, ist eigentlich relativ weg. Also irgendwie ist das ziemlich eingezogen. Die sind jetzt nicht trocken, aber fühlen sich so nicht mehr so nass an wie vorher. Sehe ich einen Unterschied? Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Augenschatten weg sind. Ich habe hier einfach so, seht ihr, wenn ich das runterziehe, dann ist es bei mir hier einfach ein bisschen dunkler. Das ist, weiß ich nicht, genetisch bedingt, glaube ich, das ist in meiner Familie einfach so. Diese Packung kostet 3,90 Euro, habe ich gesehen, für eine Anwendung. Finde ich vielleicht doch ein bisschen viel. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr findet, dass ihr einen Unterschied seht. Dann habe ich vor einer ganzen Weile mal diesen Lorena Blendtastic Silikonschwamm zugeschickt bekommen. Vielleicht habt ihr von diesem Silly Sponge mittlerweile schon mitbekommen. Den habe ich nur einmal ganz kurz ausprobiert und fand den da nicht so super, nicht so fantastic. Das ist einfach so ein Blender, Make-up-Blender aus Silikon. Ich bin gespannt. Scheinbar braucht man damit nicht so viel Produkt, weil der ja nichts aufsaugen kann, wie jetzt zum Beispiel bei einem Beauty-Blender. Also ich weiß nicht. Was und dann? Verschmiert man das oder klopft man das ein? Bin überfordert. Ich weiß gerade nicht so ganz, warum dieses Teil jetzt besser sein sollte, als wenn ich mir mein Make-up mit, keine Ahnung, einer Tomate auftrage oder so. Irgendwas anderes, was eine glatte Oberfläche hat. Also für diese Foundation hier ist es ganz gut. Ich habe die MAC Face & Body Foundation benutzt, weil die eben sehr, ja, natürlich ist. Ich weiß allerdings nicht, wie das Ganze wäre mit einem stark deckenden Make-up. Ich finde das auch unangenehm, sich damit so zu schlagen. Und mit einem Beauty Blender ist das einfach so, ja, weiß nicht, angenehm. Naja, habt ihr so ein Teil? Und wenn ja, wie findet ihr es? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wer das gut findet. Dann habe ich außerdem dieses Puder bei einem Essence-Event mal bekommen. Das ist das All About Matte Fixing Compact Powder, ist einfach so ein transparentes Puder. Und das habe ich bisher auch noch nicht verwendet. Dachte mir so, das ist die perfekte Gelegenheit, um das mal zu testen. Also, macht sehr schön matt und ist nicht so staubig. Das ist nämlich oft das Ding, finde ich, dass diese Puder so staubig sind. Aber das ist eigentlich ganz cool. Ja, und es mattiert gut. Ja, I like. Bevor es dann jetzt mit dem Augen-Make-up weitergeht, habe ich außerdem hier zwei Sachen bekommen von BU. Das ist Stamp and Blend. Einmal Contour und einmal Blush. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Da sind auch so Spiegelchen vorne mit dran. Und ich glaube, diesen Schwamm, der dabei ist, den dutscht man da in dieses Puder rein und verblendet das dann irgendwie damit. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Was ist denn das für eine Verpackung, bitte? Aha, okay, also der Schwamm ist da dran an diesem Deckel. Hä, wie wäre es mit einer Gebrauchsanweisung? Oh, ja, das kommt.
Wow. Oh, das riecht voll so nach Gummibärchen oder so. Okay, ja, das kommt da raus. Also aus dem Schwamm direkt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Wie soll das denn funktionieren? So einfach? Sieht man sogar ein bisschen, oder? Also ich glaube nicht, dass man damit so richtig präzise arbeiten kann. Oh mein Gott. War das jetzt zu viel? Ich glaube, das war zu viel. Und das geht ja überall hin. Meine ganze Seite ist voll und mein Oberteil wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, aber irgendwie wird es so ein bisschen fleckig. Na, dann probieren wir doch mal noch das Blush. Wie kommt das denn da raus? Mit Hauen oder wie? Mann, das sind mir echt zu grobe Schminkmethoden hier. Mit diesem Blendtastic-Teil und dann jetzt schlage ich mir hier das Blush auf die Backen. Ja, ist das jetzt rot geworden von meiner Gewalt oder? I do not like. Also hier seht ihr, so kommt das da raus. Nee, ist irgendwie, ist nicht mein Ding. Übrigens habe ich hier auch noch eine Handcreme von Merci Handy. Merci Handy geschrieben. So spricht man es bestimmt nicht aus. In Cherry. Oh mein Gott, das ist zu viel Französisch heute für mich, dafür, dass ich es abgewählt habe. Creme ich doch mal kurz zwischendrin meine Hände ein. Dann so rote Punkte mit drin irgendwie. Oh, das... Ich bin mir gar noch nicht sicher, ob ich finde, dass es gut riecht. Doch, das riecht gut. Hm. Also erstmal hat es nach Oma gerochen und jetzt riecht es lecker. Lecker. Das riecht so voll blumig. Ich bin ein absoluter Handcreme-Junkie und wenn Handcreme klein ist, dann bin ich sowieso immer ein Riesenfan davon, wenn man das gut mitnehmen kann. Und bevor ich mich weiterschminke, habe ich hier von Alessandro außerdem noch was ich ja auch sehr verrückt finde, und zwar einen Nagel- und Lippenbalm. Also wie was gleichzeitig für die Nägel und für die Lippen gut sein kann, weiß ich nicht. Das hier ist auf jeden Fall mit Avocado und Limette und wer mich kennt, weiß, dass ich auf Avocado stehe. Deswegen probiere das doch auch mal aus. Riecht sehr lecker nach Limette. Bisschen flutschig. Für meinen Geschmack. Dann habe ich hier außerdem auch von Essence einen Cooling und Long Lasting Eyeshadow als Mousse. Ich glaube, das hat jetzt so einen Applikator dran. Ja, das kommt mit so einem Applikator und dann kann man sich das einfach auf dem Lid verteilen. Stelle ich mir sehr angenehm vor. Habe ich auch noch nicht ausprobiert und ich hoffe sehr, dass das jetzt ein Erfolg ist, weil dann finde ich sowas sehr, sehr cool für den Urlaub, glaube ich. Hä, man sieht einfach gar nichts mehr. Es ist einfach alles weg und nur noch an meinem Finger. Also irgendwie, diese Handcreme ist jetzt gerade doch nicht mehr so der Bringer, muss ich sagen. Die riecht irgendwie doch ein bisschen altbacken. Essence, hier muss ich sagen, davon bin ich nicht überzeugt. Also ich weiß nicht, ob ihr da was sehen könnt, aber ich sehe da nichts. Und deswegen ist dieses Produkt für mich leider durchgefallen. Wow, das ist ja ein richtig guter Test hier heute, Marie. Super. Umso mehr Hoffnung stecke ich jetzt in diese Anna-Jahrke-Mascara, die ich auch noch nicht ausprobiert habe. Die ist sogar noch in ihrer Schachtel drin. Volume-Mascara nennt die sich. Also, finde ich eigentlich ganz gut, aber jetzt auch nicht weltbewegend gut. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Der Schwung wird jetzt nicht so mega krass gehalten. Ich glaube, meine neue Lieblingswimperntusche wird es wahrscheinlich nicht. Dann habe ich jetzt außerdem auch noch einen Lippenstift. Und da muss ich sagen, musste ich wirklich ein bisschen suchen, weil Lippenstifte sind meine liebsten Make-up-Produkte neben Highlightern. Und die probiere ich immer direkt aus, wenn ich da irgendwas neu bekomme, auch wenn ich ungeschminkt bin. Hauptsache, ich habe den Lippenstift mal drauf gemacht. Ich habe aber hier tatsächlich einen gefunden von Yves Rocher, den ich noch nicht ausprobiert habe, in einem richtig krassen Rot. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr interessant. Ich dachte eigentlich, dieser Lidschatten wird ein bisschen besser wegkommen und das Ganze wäre dann mehr so ein Make-up. Jetzt habe ich einfach nur ein fleckiges Gesicht und ein bisschen Wimperntusche drauf. Aber schauen wir doch mal, wie der Lippenstift sich so schlägt. Avocado weg von den Lippen. Das sieht so schön aus. Neuer Lippenstift sieht immer so schön aus. Ohne Lip Liner war auch mutig von mir bei Rot, ne? Also der ist nicht ganz matt, sondern so semi-matt, was ich eigentlich ganz schön finde. Oh mein Gott. Der ist sehr rot. Also eigentlich bin ich mehr so Typ bisschen dunkler Rot und nicht so ein helles Bam-Rot. Ich finde, das ist fast ein bisschen zu orange für mich. Also ich glaube, ich würde den einmal blotten. Der schmeckt irgendwie komisch. Das ist der fertige Look. Ich muss sagen, mein Favorit aus diesem Test ist auf jeden Fall der Lippenstift. Und ich habe mich mittlerweile sehr mit der Farbe angefreundet und mag auch den Geschmack und die Konsistenz und so weiter. Also das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Rot getragen habe. Das ist einfach echt so ein perfektes Rot-Rot irgendwie. Und am schlechtesten hat für mich tatsächlich dieses Stamp and Blend Ding abgeschnitten, weil das einfach fleckig geworden ist und
sich nicht so schön hat verteilen lassen. Mir glitzert das zu stark, das war mir irgendwie zu grob und zu staubig und ja, keine Ahnung, vielleicht. Also ich glaube, dieses System ist einfach nichts für mich. Wenn euch Produkttests gefallen, könnt ihr jetzt auch noch hier vorbeischauen. Da habe ich andere DM-Produkte getestet. Ist schon ein Weilchen her, aber vielleicht ja trotzdem interessant für euch. Ihr könnt meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!